Hallo, ich möchte mich heute einmal in diesem Audioblog mit dem Thema Grenzen befassen. Das Thema Grenzen ist so ein bisschen im Schwebebereich zwischen dem sozialen, dem menschlichen, aber auch dem politischen. Das ist ein Thema, wo man heute eigentlich sagen würde, na, Grenzen müssen wir doch abbauen, Grenzen müssen wir reduzieren, Grenzen machen wir aus Angst. Grenzen sind in unserer Gesellschaft, ob im Kleinen, im Zwischenmenschlichen oder auch bis hinauf ins Politische, eigentlich ein Tabu geworden, etwas Negatives. Wir sind eine entgrenzte Gesellschaft geworden, eine entfesselte Gesellschaft geworden, in der wir Grenzen als Hemmnis, als etwas Altmodisches ansehen, als etwas Gestriges, das zu überwinden ist. Es gibt diesen Satz, der heute sehr oft verbreitet ist und den man immer wieder in der einen oder anderen Form hört: Wer nichts zu verbergen hat, kann doch alles offenlegen. Also, das ist so etwas, was man von Menschen im Alltagsgespräch, aber auch in der Politik immer wieder hört, gerade wenn wir zum Beispiel denken an das, was man früher das Briefgeheimnis genannt hat. Also jetzt die Sachen zum Abhörschutz, da sind ja in den letzten Jahren immer mehr neue Gesetze gekommen, die das abgebaut haben. Gerade in jüngster Zeit gab es oder ist diesen Konflikt, gibt es ja noch. Die Europäische Union hat versucht, Deutschland eine Richtlinie aufzuzwingen zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Die EU möchte, dass die Daten, die über Bürger durch diese Vorratsdatenspeicherung entstehen, länger gespeichert werden und extensiver gespeichert werden, während in Deutschland noch aus Gründen des Datenschutzes man sich dagegen zu wehren versucht. Da ist so der Zwiespalt zwischen Freiheit und Sicherheit, auf den ich am Schluss nochmal etwas näher eingehen möchte. Und wir sehen, dass das ein kompliziertes Thema ist. Ich habe erst vor einigen Tagen mit einer guten Freundin von mir telefoniert und sie hat mir wieder etwas geklagt, ein Thema, das sie immer wieder sehr beschäftigt, über die Lautstärke ihrer Nachbarn und wie sie doch darunter leidet, dass sie an jedem Alltag ihrer Nachbarn teilhat. Sie lebt in einem dieser dünnwändigen 60er-Jahr-Neubauten, in denen man alles hört. Wenn jemand sich ins Sofa wirft, wenn jemand die Klospülung betätigt, wenn jemand den Topf auf den Tisch stellt. Also da hat man wirklich in solchen Neubauten, gerade mit kleinen Wohnungen, sehr am Leben der Nachbarn teil. Und das ist schon so ein Bereich, wo man sieht, dass Entgrenzung nicht ganz so etwas Unproblematisches ist. Wir haben ja das Paradigma, Grenzen abbauen führt Menschen zusammen. Ich möchte dem eine Gegenthese entgegenhalten: Grenzen verbinden. Grenzen führen zusammen. Ja, Grenzen erlauben uns überhaupt erst zusammenzukommen. Ich persönlich halte diese Vorstellung der Entgrenzung, die wir heute haben, für ein falsches und ich möchte sagen auch für ein riskantes Paradigma, eine Art, ja, Ideologie, die so ein bisschen im Gegenextreme entstanden ist zu früheren Gesellschaften. Nehmen wir mal geschichtlich gesehen die Nationen der früheren Jahre und Jahrhunderte, die immer wieder in Konflikt geraten sind um Grenzen. Nehmen wir aber auch die Grenzen in der Gesellschaft. Wenn wir mal noch die Adenauer-Republik uns als Vorstellung heranziehen, das war noch eine Gesellschaft mit vielen Grenzen, also mit zwischen Schichten, zwischen Klassen, in der Lebensentwürfe ausgegrenzt auch wurden. Insofern kann man verstehen, dass man im Zuge der Liberalisierungsbewegung der Gesellschaft, sagen wir mal, eine gewisse Aufhebung von Grenzungen geschaffen hat. Ich bin aber schon stark von dem Gefühl und dem Eindruck erfüllt und ich denke, das ist auch ein Eindruck, der zumindest vage, vielleicht nicht ausgesprochen, mehr und mehr Leuten
so am Rande des Bewusstseins vielleicht dämmert. Manchmal ist es ja so, das geht mir nicht anders. Man hat etwas im Gefühl, aber erst wenn man es liest, wenn man es hört, wenn man darüber spricht, kommt man drauf, Mensch, stimmt, habe ich eigentlich schon lange so empfunden. Mir fehlten aber die Worte dafür, mir fehlten aber die Begriffe dafür. Ich konnte es nicht festnageln, was ist es. Und das ist sicherlich etwas, was in Deutschland mancher nachvollziehen kann, der auch in so Gebäuden wohnt mit dünnen Wänden, wo man dicht aufeinander hockt, wo man merkt, da werden Grenzen aufgehoben und man fühlt sich ganz unentspannt in seiner Wohnung. Man fühlt sich ganz, ja, wie so eine Sprungfeder immer bereit. Das ist eine Nervosität, eine Unruhe. Wenn man, vor allem wenn man sehr unruhige Nachbarn hat, das ist, wie gesagt, sicher etwas, das vielen vertraut ist, dieses Gefühl der Anspannung, dieses Gefühl, man ist nicht mehr Herr seiner Ruhe. Gerade das, wir sind ja eine sehr laute Gesellschaft, wir sind ja eine sehr bewegte, wir sind ja eine sehr lärmende Gesellschaft auch geworden und so eine zudringliche Gesellschaft. Das ist, denke ich, so ein Bereich des Psychologischen, des Sozialen. Wir haben ja auch in anderen Bereichen, nehmen wir mal eine Mode, die immer mehr um sich gegriffen hat. Früher war die Standardanrede an Leute, dass sie, man hat sich nur in der Familie oder im Freundeskreis hat man sich geduzt. Das ist immer mehr durch so eine Art, ja, ich möchte mal sagen, auch Amerikanisierung hat sich verändert und heute hat dieses Gefühl, dass der andere eine Sicherheitszone hat, eine Respektszone, einen Puffer, wo man sagt, da greift man nicht ein. Das ist heute sehr am Verfall begriffen. Und mein, es hat schon auch eine Annäherung und das kann ja auch eine Annäherung, kann auch etwas Freundliches sein, etwas eine positive Überraschung. Aber ich denke, man merkt es schon, dass es auch sehr viel Stress verursacht, weil man weiß nie, worauf man sich einlässt, wenn man so eine Totalentgrenzung, wenn man dem nachgibt. Also das ist schon etwas, was, denke ich, auch mit viel Stress, wenn man ständig die Situation neu bewerten muss. Entspannung ist ja, oder Sicherheit und Zufriedenheit sind ja etwas, was man sagt, wenn man Verlässlichkeit hat, wenn man Berechenbarkeit hat, wenn man weiß, man kann im Alltag mit gewissen Regelmäßigkeiten rechnen. Und ich denke, das ist etwas, was auch mit dem Zerfall der Grenzen, mit der Entgrenzung unserer Gesellschaft einhergekommen ist, dass wir sehr gefordert sind, jeden Tag, jede Minute, Dinge sehr viel mehr als früher im Einzelfall auszuhandeln. Das ist zwar auch eine Zunahme, sagen wir mal, an Gerechtigkeit. Jeder Einzelfall wird nun betrachtet und wir bemühen uns, haben dieses Ideal, wir wollen dem Einzelfall Beachtung schenken, aber es ist natürlich auch eine große Bewältigungsleistung, wo man an den Punkt kommt, sich zu fragen, wie viel kann ein Mensch tatsächlich leisten, jeden Tag, jeden Einzelfall neu, immer im Einzelnen neu den Kampf auszufechten. Und ich glaube schon, dass der Mensch möchte eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Verlässlichkeit. Und ich meine, sehen wir uns nur mal sowas wie Facebook, was ja ein großes Zeichen unserer Zeit geworden ist, an. Da sieht man, dass eine sehr starke Selbstentgrenzung, eine Selbstenthemmung ist. Junge Leute, die Bilder von sich zeigen, die Dinge von sich preisgeben, wo noch vor 30 Jahren unvorstellbar gewesen wäre, dass man das sich selbst so öffentlich macht, mit seinen Nöten, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, mit ganz persönlichen Geschichten, wo man sich auch fragt, warum machen das Leute? Also warum kommen Leute in eine Öffentlichkeit so mit Dingen, wo man früher gesagt hat, das ist privat, das teilt man vielleicht Freunden mit. Und man weiß ja auch, dass das Leute in arge Bredouille immer wieder gebracht hat. Also wenn zum Beispiel Personalchefs oder Personalfirmen überhaupt schauen da schon mal im Internet nach, was gibt es über die Person. Und das sind schon auch Problematiken, denen sich gerade junge Leute nicht so bewusst ist. Moment. Und ich meine, auch das Fernsehen, Unterhaltung, Entertainment ist ja auch etwas, was uns immer widerspiegelt, was für eine Unterhaltung eine Gesellschaft hat.
sagt ja viel darüber, wie diese Gesellschaft ist oder wie sie sein möchte. Es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn wir uns heute sehen im Fernsehen oder auch in Filmen, da haben wir auch eine ganz entgrenzte Menschheit plötzlich vor uns. Also, wenn wir uns, sagen wir mal, wenn wir irgendeinen Krimi uns ansehen aus den 50ern oder aus den 60ern, nehmen wir mal, einen Tatort oder was, und vergleichen das mit Krimiserien heute in Deutschland, wie da Leute ja auch so eine Aggressivität vernimmt, man bohrt in den anderen, man hat immer Menschen, die in so einer aggressiven Kampfgrundhaltung sich befinden. Immer den Claim verteidigen müssen, immer mit ausgefahrenen Krallen und so Serien, Fernsehserien, die für mich so bezeichnend für unsere Zeit sind, so etwas wie Richterin Barbara Salisch, furchtbare Serie, ist so eine Richterserie und was mich daran immer so, ich muss es sagen, anwidert, ist, wie entgrenzt die Leute sich verhalten, wie enthemmt die Leute dort sich zeigen, was auch für ein Gericht völliger Unsinn ist, aber wo in so einer persönlichen Weise man gar kein Gefühl, die Leute gar kein Gefühl mehr dafür zeigen, hier ist eine Respektsgrenze vor einem Amt, wie des Gerichts, vor einem Vorgang, wie dem Prozess, vor den Menschen, die da sind. Also, nun kann man sich lange darüber streiten, wie bei der Henne und beim Ei, was war zuerst da, die Unterhaltungsindustrie, die die Menschen verändert, oder die Veränderung der Menschen, die sich in der Unterhaltungsindustrie niederschlägt. Ich glaube, das ist nicht wirklich zu beantworten. Das ist ein sich ständig abwechselnder Prozess, aber es wird eben in der Unterhaltungsindustrie sichtbar. Also nehmen wir mal zum Beispiel etwas, wo ich auch mal mich mit Freunden darüber unterhalten habe, über das Thema, wenn wir Unterhaltungsindustrie, nehmen wir mal den Typus, den Heldentypus, also aus Kinos, Filmen, aus Büchern, also aus allen möglichen Bereichen der Unterhaltungsindustrie. So war früher der klassische Heldentypus eigentlich jemand Unproblematisches. Ich sag mal als ganz kitschiges Beispiel Superman. Der hatte keine Probleme, der hatte keine Probleme mit seiner Miete, mit seiner Freundin, mit Scheidung, mit irgendwas, Arbeitslosigkeit. Das hat keine Rolle gespielt in solchen Typologien. Das ist heute fast gar nicht mehr vorstellbar, dass wir irgendeinen Filmcharakter oder Buchcharakter oder Comiccharakter haben, der nicht eine gebrochene Vergangenheit hat oder der nicht eine gebrochene Biografie hat, wo wir sagen, da stochen wir drin rum in Bereichen, wo man früher gesagt hat, na komm, lass das mal privat sein, lass das mal die Leute unter sich ausmachen, respektier mal da die Grenze. Ja? Und das ist auch etwas, was wir auch im Großen wie im Kleinen sehen können. Also in der Politik ist es auch heute ein Paradigma, gerade in Europa. Wir haben nun zwei große Entgrenzungen in Europa. Auch Steckenpferde immer wieder von mir in Kommentaren. Euro und Schengen. Also Euro ist klar. Schengen, das ist für die, die es nicht wissen, der Schengen-Raum ist ein Raum, in der keine Grenzkontrollen mehr stattfinden. Und ich habe heute Mittag, da kam unser alter Außenminister, der Joschka Fischer, im Fernsehen, da war irgendeine Diskussionsrunde, und der sagte zum aktuellen Thema Eurokrise, ja, der Euro sei ja eingeführt, nicht als wirtschaftliche Vorstellung, sondern als politische Vision. Das ist sicher die Wahrheit, denn wenn man heute recherchiert über die Entwicklung des Euro, insbesondere die Einführung des Euro, so kann man sehen, dass schon in der Frühzeit, als der Euro vorbereitet wurde, alle kritischen Ökonomen schnell aus dem Kreis der Experten der EU verbannt wurden. Also da gibt es heute mehrere Ökonomen, die haben sich da zu Wort gemeldet, haben gesagt, wir haben damals versucht, Kritik anzubringen, vor den Dingen zu warnen, wurden aber dann nicht wieder eingeladen. Das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, vom Gefühl her kann man verstehen, dass man sagt, man möchte Menschen zusammenbringen. Einsamkeit, Abgegrenztheit ist ja etwas, worunter auch Menschen leiden, dass man sagt, man möchte sich mit Menschen verbinden, man möchte seinen Elfenbeinturm verlassen, man möchte auf Menschen zugehen. Und Einsamkeit und Isolation sind ja große Grundängste des Menschen. Die Gefahr besteht natürlich immer an dem Punkt, wenn man sich von Fantasien leiten lässt, wenn man Fantasien, Visionen über die Realität stellt.
Und gerade im Bereich der Politik kommt ja das ökonomische Interesse des Menschen auch hinzu. Der Mensch ist nun mal ein ökonomisches Wesen auch, zu einem, ich würde sagen, wesentlich größeren Teil, als er ein Wesen von Fantasie und Vision ist. Das ist, was den Mensch leitet. Und ich meine, ein Thema, das man wirklich auch nicht verschweigen darf, ist gerade, wenn man hier im Berliner Raum nach der Grenzöffnung ist natürlich ein enormer Anstieg der Kriminalität und eine Entwicklung von Typen von Kriminalität, die wir gar nicht kannten. Nun kann man natürlich sagen, mein Gott, der eiserne Vorhang, also die Mauer, hat uns abgehalten, was in anderen Regionen der Fall ist. Nehmen wir mal in den USA, da haben die das Problem ja in ähnlicher Weise wie wir hier in Deutschland mit Osteuropa, nämlich die haben es mit Mexiko und da Mittelamerika. Da ist ja ein enormes Wohlstandsgefälle, gerade zwischen den Staaten der USA, dort im Südbereich teilweise, Texas oder so, sind ja florierende Staaten. Und dann da das angrenzende Mexiko, das wirklich bitterarm ist, über und über von mafiöser Kriminalität erfüllt und das wirklich ein großes Problemland ist. Also im Moment möchte man fast sagen, in Streckenweise ist in Mexiko gar keine Regierungsgewalt mehr durchsetzbar. Also das ist wirklich, man kann sich mal mit Mexiko befassen, ich will jetzt nicht da im Detail darauf eingehen, aber das ist schon beinahe ein Failed State, das muss man echt so sagen. Massive Verarmung hat es auch gegeben, weil viele junge Leute sind natürlich, die haben auch etwas Ähnliches gemacht wie den Schengen-Raum, die haben mit den USA und Kanada eine Freihandelszone gemacht. Und da wurde es dann vielen aus Mexiko auch ermöglicht, in die USA arbeiten zu gehen. Und das hat zu einer massiven Verarmung in Mexiko geführt, weil all die einigermaßen gebildeten Mexikaner und die Facharbeiter sind alle abgewandert in die USA und in Mexiko, in den Grenzgebieten leben nur noch alte Leute und Frauen, also die dann ihre Männer dort in Amerika arbeiten, das also in den USA. Da hat man gesehen, dass die Vision, gerade im Beispiel Freihandelsraum USA-Mexiko, hat man stark gesehen, dass eine Entgrenzung auch genau das Gegenteil bewirken kann. Das Resultat ist jetzt dort, dass der Hass zwischen US-Amerikanern und Mexikanern wirklich ganz extrem gestiegen ist, weil einerseits haben natürlich die Mexikaner nun den Neidblick auf die USA, wollen am Kuchen teilhaben. Es kommt natürlich auch viel Kriminalität aus Mexiko rübergeschwappt und die Amerikaner wollen natürlich ihren Wohlstand für sich behalten. Und sagen sich die fluten in unser Land und stehen jetzt da mit, wir haben jetzt da einen Zaun und eine Mauer aufgebaut, in ähnlicher Weise wie wir es im Sozialismus kannten, also der Mauer. Das sind schon Entwicklungen. Da stehen jetzt die US-Amerikaner mit Gewehren mittlerweile an der Grenze zu Mexiko, um ihr Land vor der Überflutung durch Mexikaner zu bewahren. Ich meine, da kann ich beide Seiten menschlich verstehen, denn wenn man in einem armen Land lebt und direkt auf der anderen Flussseite vom Rio Grande ist quasi der Wohlstand, da kann ich schon verstehen, dass man sagt, Mensch, lass uns doch dahin abhauen. Ich will da jetzt gar nicht primär eine Seite einnehmen. Ich will nur sagen, dass eine Entgrenzung teilweise auch nicht zu dem führt, sondern im Gegenteil es bewirkt. Und ich denke, das ist etwas, was sowohl im Schengen-Raum als auch im Euro langsam in Europa auch sichtbar wird. Wir haben ja in Europa extreme Wohlstandsgefälle. Wir hatten in Westeuropa schon welche, zwischen Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich einerseits und sagen wir mal Italien, Portugal, Spanien andererseits, war ja immer ein Wohlstandsgefälle. Also sagen wir mal zumindest in der ganzen Zeit des 20. Jahrhunderts. In Osteuropa ist natürlich ein extremes Wohlstandsgefälle zu Westeuropa durch die 40, 50 Jahre kommunistischer Misswirtschaft. Was für eine katastrophale Misswirtschaft der Kommunismus war, sehen wir ja heute gar nicht mehr so. Wir denken da gar nicht mehr so dran. Das hat wirklich in Grund und Boden diese Region gewirtschaftet, wobei man natürlich fairerweise hinzusagen muss, dass Osteuropa auch schon vor dem Kommunismus von der allgemeinen Entwicklung der Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert auch schon immer abgekoppelt war. Also in Russland zum Beispiel, um mal ganz extremes Beispiel zu nehmen, da war auch schon vor dem Kommunismus die Verhältnisse sehr viel rückständiger wirtschaftlich
als in Mittel- und Westeuropa. Also das ist da nichts Neues, aber das sind natürlich Gefälle, wo man sagte früher, gut, man kann die Dinge kontrollieren mit Grenzen, mit unterschiedlichen Währungen, mit einer unterschiedlichen Politik. Und wenn heute Dinge so im Fluss sind, dann schafft man vielleicht auch Hass und Misstrauen, das nicht in diesem Maße da wäre, wenn man Dinge regulieren würde. Das ist mir schon recht klar vor Augen. Ich meine, dass die Politiker, die das schufen, dem billige ich sofort zu, dass sie das in der guten Überzeugung und dem guten Glauben taten. Wir schaffen ein besseres Europa, eine bessere Zukunft für Europa. Und vor dem Hintergrund der zweier Weltkriege und der Katastrophen des 20. Jahrhunderts ist das menschlich auch nachvollziehbar, dass man gesagt hat, Leute, das lassen wir zurück. Nur kann man ja nicht die Tatsachen der Menschen, wie die Dinge nun mal sind, ignorieren. Und eine der wesentlichen Tatsachen ist nun mal die Wirtschaft. Also ich meine, wenn wir hier sehen, zwischen insbesondere hier, wenn man im Berliner Raum, im Brandenburger Raum, ist natürlich die Kriminalität zu Polen ein ganz schlimmes Thema. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich das auf absehbare Zeit ändert, denn das Wirtschaftsgefälle von Deutschland zu Polen ist nun mal enorm. Und das erzeugt natürlich immer einseitige Dinge, die, wie gesagt, in Kriminalität, die aus Osteuropa, gerade als Berliner erlebt man das sehr stark. Wir sind ja hier nahe der polnischen Grenze, weiß nicht, 2 Autostunden entfernt. Das ist natürlich nicht nur Polen. Die Kriminalität, die hier nach Berlin gekommen ist, kommt natürlich auch noch aus dem anderen Bereich. Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Russland und so weiter. Das merkt man hier sehr stark. Und wenn man mal die Polizeiberichte liest und die Kriminalitätsentwicklung gerade in Berlin, also als alter Westberliner muss man natürlich sagen, als erlebt man das schon sehr stark, wie sich das hier verschlimmert hat. Also was es für Bandenkriminalitäten und Entwicklungen in Berlin deswegen gibt seither, ist wirklich extrem. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, da ist eine Entgrenzung nicht zusammenbringend, sondern doch in der Tendenz eher misstrauisch negativ gesonnen machen, wo man sagen würde, mit einer eine Grenze ist ja auch etwas, wo man sich sicher fühlt. Das ist, wenn ich habe, ich nehme mal das altmodische Beispiel, ich habe mein Haus, meine Farm, mein Hof, der mich nähert. So, Beispiel aus der früheren Zeit. Dann weiß ich, okay, das ist meins. Wenn da ein System gibt, das mir das garantiert, sagen wir ein Staat mit all seinen Organen, dann weiß ich, okay, der sichert mein Leben, meine Existenz, mein Hab und Gut. Und vor diesem Hintergrund fühle ich mich auch stark und sicher und kann auch auf andere zugehen. Wenn es aber kein System gibt, das mich sichert, wenn ich also selber immer gefordert bin, quasi im übertragenen Sinne mit der Flinte an der Grenze meines Hab und Guts zu stehen, dann bin ich unentspannt. Dann ist auch jeder, der kommt, gleich eine potenzielle Gefahr, eine potenzielle Krise, ein potenzieller Feind, wo man immer gespannt dasteht. Und das ist heute im Sozialen, im Politischen ja genauso. Wo ich sage, Grenzen können uns auch verbinden, können uns in eine Lage versetzen. Eine Grenze ist Autonomie. Autonomie als Sicherheit. Und in diesem Punkt da komme ich jetzt zum Schluss nochmal zu dem zusammen, sind Sicherheit und Freiheit überhaupt keine Gegensätze, sondern Bedingungen. Und die Bedingung ist die Grenze. Ich habe die Grenze, die gesichert ist. Das ist meins, das ist mein Teil, das ist mein Raum. Im Kleinen, wo ich wohne, im Großen, als Volk, als Nation, zu dem ich gehöre, wo man sagt, so, das ist unser, wir sind hier frei, autonom für uns schalten und zu walten. Und dann kann ich entspannt auch auf andere zugehen. Dann kann ich auch entspannt mit anderen mich abgeben. Dann kann ich mir auch die Freiheit nehmen, auf andere zuzugehen. Diese Gegensätze bedingen sich Freiheit und Sicherheit. Und die Bedingung ist durch die Grenze, die mir garantiert, hier hast du deins, das kann dir keiner wegnehmen. Da musst du nicht jeden Tag drum kämpfen. Ich will nun nicht zurück zur Gesellschaft voller Grenzen und voller Abkapselung. Nicht jede Grenze verbindet. Aber wir leben heute in einer entgrenzten, enthemmten, entfesselten Gesellschaft. Und dieser Fetisch des Niederreißens aller Grenzen, glaube ich, ist nicht zielführend in dem, was die Leute beabsichtigen. Sondern das kann uns sehr überfordern und sehr,
nach hinten losgehen. Das ist ein Thema, über das man, glaube ich, mal wieder nachdenken sollte. So, das war's. Wünsche erstmal eine schöne Woche allen.